Und manche Autos haben 150 PS mehr und machen eine Sekunde. Wir laufen. Ja, wir laufen. Und heute haben wir ein richtiges weißes Monster, oder Kevin? So, richtiges Monster. Richtiges Monster in Weiß, so kann man es nennen, oder? Ja. Kevin, hier. Hallo. Hier. Seat Leon. Ach. Cupra. Macht einen Schlangenfuß, ne? Ja. Oder? Sieht geil aus. Kriegt eine ganz normale Stage 1 bei uns. Und wollen wir? Gerne. Einfach fahren, oder? Und bitte. 300 PS, 380 Newtonmeter, DSG, weiß, schick, ne? Sehr schön. Ja, kriegt ganz normale Stage 1, ist jetzt auch, jetzt sage ich mal nicht, wie soll ich es nennen? Also solche Autos machen wir schon häufig, ne? Ob es jetzt ein Golf R ist mit Allrad oder eine Audi TTS oder diese 2 Liter Plattform, die hast du natürlich in vielen Autos. Und wir haben aber noch nicht bei YouTube mitgenommen. Und ich glaube, das ist auch ein Auto, was viele interessiert. Da gibt es aber auch schon Millionen andere Videos drüber von anderen Tunern. Wir machen es einfach, wir nehmen es einfach mit. Ja. Und ach, guck mal da, Polizeirazzia bei unserem Nachbarn. Guck mal da. Ach nee, ich glaube, die wollen nur was essen. DSG schaltet relativ zügig, ja. Knallt ein bisschen. Und wir haben ja jetzt auch eins gelernt. Wir wollen uns ja auch weiterentwickeln, ne, Kevin? Ja. Und wir machen ja die Videos, um halt auch unseren Bestandskunden, hoffentlich viele Neukunden und auch einfach Leuten, die das, was wir hier tun, gut finden, einfach unsere Arbeit zu zeigen. Gerade diese Driftbox-Nummer mache ich ja nur deswegen, weil es einfach so eine Sache ist, es will halt einfach jeder sehen. Ich selber bin halt auch, wie schon oft gesagt, jetzt nicht der mega Driftbox-Freund, weil ich eigentlich derjenige bin, der auf dem Prüfstand die Sachen appliziert und abstimmt. Aber wir haben jetzt unter vielen Videos, weil ich gesagt habe, boah, komm, ich fahre jetzt Serie und getuned immer im gleichen Modus, aber bin mal im Komfortmodus gefahren oder. Wir werden ab sofort immer in dem, wenn es die Modi gibt, im DSG oder DKG oder was auch immer, fahren wir immer im sportlichsten. Ne? Also jetzt fahren wir auch in S. Und das kann ich auch verstehen, es haben einige gesagt, hier, warum fahrt ihr denn mal im Komfort ein Auto, dann fahrt ihr einen BMW in normalen Modus, dann fahrt ihr in S Plus. Ab sofort fahren wir einfach, um auch die maximal beste Performance rauszuholen, fahren wir in dem sportlichsten Modus. Ne? Nur mal so als Info. Und das wird ab sofort so sein, wenn es möglich ist. Dann sind wir... Ach, guck mal, da ist ein... Oh! Ein Bötchen steht am Straßenrand. Oh, der hatte eine Panne auf seinem Hänger. Panne auf seinem Hänger, ja. So, gucken wir mal. Also unsere Drift... Boah, das wird nichts. Kann ich dir jetzt schon sagen. Ach, vergiss es. So. Haben wir uns einen kleinen Slot geholt hier. Das müsste reichen. Hoffentlich. Hundert auf 200. So, und bevor es wieder heißt, hier, ne, da und da kann ich sein. 13,5 und 50 auf 150, 8,6. Ich lasse uns jetzt zurückfallen. Bin immer noch in S. Ja. Und wir beschleunigen jetzt nochmal. Bei 70, ja. Sekunden, wo wir uns fast umgebracht haben. 13 Sekunden, krass. Aber wieso? Driftbox. Aber mehr als Vollgas gehen kann ich nicht. Ja, also... Gut, dass ich jetzt nochmal gefahren bin.
Aber ich fahre jetzt nicht nochmal. Nee. 13 Sekunden. Achso, mal nochmal zeigen, damit das auch. Oh, ja, ja. Genau weg. Echt jetzt? Ja. Da musst du nochmal. Nein. Nee, ich 13 Sekunden. 13 Sekunden schnell. 13 Sekunden Serie. Ja gut, 13 Sekunden. Haut mich jetzt nicht wirklich von den Socken. Dich? Also wenn ich an unseren lieben Flo denke mit seinem Megane RS. 13 noch was, ne? Also, aber das ist halt DSG. Ja, wieso, aber wie schnell war denn der? Der war getuned 13.1. Oh. Achso, stimmt, ja. Ja gut, okay. 13 Sekunden. Wir nehmen die 13 Sekunden und nicht die 13.5, aber du hast die 13 nicht gefilmt, ne? Aber es ist ja besser. Ne? Ja. Jetzt kommen bestimmt wieder Leute, aber es ist dann so. Aber wir haben 13.5 bei der ersten Messung gehabt, jetzt 13. Heißt für uns, wir müssen ja noch deutlich schneller werden mit der Tuning, ne? Ja. Gut, auf den Prüfstand, ne? Serie! 326,8 und 413 Newtonmeter. Überrascht dich jetzt nicht, ne? Die streuen alle nach oben. Ist ganz normal, Standard, ne? 326 PS, Angabe 300, 380 Newtonmeter, 413 Newtonmeter. Und jetzt, also wir reden hier von der Stage 1, ne? Wir reden hier von der Stage 1. Standard, Standard, Standard. Daily Driver, nichts Besonderes, keine Schubabschaltung, kein. Noch nicht mal DSG-Optimierung dabei. Das ist wirklich nur eine ganz, ganz Standard-Stage 1. Haben wir jetzt 369,9 PS und 494 Newtonmeter. Ja, und ganz normal hier ab 2,5 mehr Leistung, egal ob es Drehmoment oder Leistung ist. 370 PS, knapp 500 Newtonmeter, Standard. So fahren davon so viele Autos, das funktioniert. Da geht auch mehr, klar, ne, da werden jetzt wahrscheinlich wieder so welche sagen, ah, gehen aber auch 400 PS, geht alles. Ja? Also 390 PS, 395 PS, mit Downpipe auch 410 PS haben wir schon gemacht. Das ist alles jetzt nicht das Thema des Machens, also das verwechseln auch immer viele, dass wir machen hier eine Leistungsoptimierung, Stage 1, das heißt nicht alles, was geht, und das ist auch bei vielen Modellen so, und ich glaube, deswegen gibt es auch manchmal so viele negative Kommentare, die auch okay sind, aber wir sind halt Leistungsoptimierer. Es ist nicht jedes Auto oder jeder Kunde will ein Rennauto haben, welches halt das Maximale aus der Hardware rausholt. Deswegen, das ist fahrbar, das läuft problemlos. Also, ich denke mal, mit 370 PS kann man leben. Echten 370 PS, sage ich mal, ne? Weil das Auto hat ja Serie nur 300 PS, aber hat natürlich schon 326 PS. Kevin, wie viel Leistung haben wir mehr? 50. Ja, nee, 44. Alles gut. 44 PS. Ne? Und 80 Newtonmeter. Auf die Straße mit uns jetzt, ne? Da schlafe ich mittlerweile schon schlecht. Immer dieses, ist die Autobahn frei? Und wir haben es ja echt nah zur Autobahn hier, ne? In der schönen Eifel. Komm, jetzt fahr du auch noch auf die Autobahn, bitte. Alles, was hier 30 Tonnen hat, fährt gerade auf die Autobahn. Das ist doch nicht dem sein Ernst jetzt. Weil du fährst vorbei, aber er fährt dran. So, und da fahren wir jetzt gleich hinterher. Also er geht schon deutlich besser, ne? Ja. Die Traktion ist schon ein Problem. Also jetzt gerade so bei 60 voll drauf getreten, das ist schon ein Problem. Finde ich.
Ja, das. Aber wir sind vorher auch mit ESP angefahren. Jetzt können wir auch nicht irgendwas anderes machen. Ne? Das machen wir auch nicht. Es ist, wie es ist. Vielleicht machen wir auch einfach zwei Messungen. Ja. Einfach durchladen und gucken, was passiert. Ja. 13, ne? 100 auf 200. Genau. Und uns interessiert ja eh nur 100, 200, ne? Ja. Oh, das sieht aber gut aus. So. Voll. Das ist schon okay, ne? Das ist schon gut. Ja, aber 10,9. Lassen wir jetzt mal so stehen. So wie wir es gerade gemacht haben. Ich beschleunige auf 70 runter. Ach, das ist doch alles. Ist egal, wir müssen es ja machen. Jetzt. Ja? Ja. Wir sind. Ich glaube, das schaffen wir nicht, aber es. 190, 200. 11,1. 10,9, 11,1. Ja. Machen wir jetzt immer, weißt du was? Ich habe gesagt, wir fahren immer im schnellsten Modus, ne? Ja, machen wir mal zwei Messungen. Machen wir jetzt mal zwei Messungen, egal wie. 11,1 und einmal 10,9. Jetzt zeigen wir das. Jetzt nimmst du die beiden besseren, also 10,9. Jetzt und 13, ne? Genau. 2 Sekunden. 2,1. Finde ich krass. 2 Sekunden schneller. Und manche Autos haben 150 PS mehr. Und machen eine Sekunde. Aber ich glaube, nach oben wird halt immer die Luft dünner. Also je schneller du wirst, desto weniger kannst du generieren. So, ich fahre jetzt wieder in D, ne? Nicht, dass einer meckert. Nein. Ja. 10,9. Jetzt hast du dein tolles Buch nicht dabei. Nee. 10,9. Ist aber auch eine seltene Zeit. 10,9. Naja. Ist schneller wie der Megane. Ja. Ist schneller wie der A35. Ja. Der auch 376 PS hatte, ne? Ja. Wie war das nochmal mit dem Polo WRC? 350 PS hatten wir doch da in dem Auto. 11 Sekunden hatte der. 11 schießt mich tot. Ja. Mhm. Siehst du? Trotz Traktionsprobleme. Aber der WRC war ja Handschalter. Handgerissen. Mhm. Ja, gut. Aber leichter. Und ich bin ja auch wie so ein kleiner Steve McQueen, ne? Ja, aber gegen DSG kommst du leider nicht an. Nee. Wo so eine DSG-Optimierung, so ein bisschen mehr Kupplungsdruck und so, wird dem jetzt auch gut tun. Aber was soll ich machen? Der Kunde sagt, möchte nur Standard Stage 1, also kriegt er das auch. Ne? Es funktioniert ja. Ja, dann können wir jetzt mit den 10,9 für 369 PS, knapp 500 Newtonmeter, sehr solide, oder? Ja. Ist nicht ganz so Ford Fiesta ST Niveau wie bei dir, ne? Leider nicht. Macht auch nicht so schön. Aber da sind wir mal wieder zufrieden, sag ich mal. Ne? Ja. Kevin, ich danke dir. Ich habe zu danken. Bis zum nächsten Mal.